ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zu Manor Lords. Ja, wir sind ja immer noch in der Rennphase. Ja. Wir schauen ja hier, dass wir hier so ein bisschen vorankommen mit dem Ganzen. Dass sich das alles so... Ich verstehe aber auch nicht, warum... Haben wir euch hier irgendwie so ein bisschen falsch angeschlossen? Und von hier nach da. Ich baue ja gerne immer hier diese Straßendinger, damit die sich hier auch wieder einfinden. Aber der hat hier hinten auch irgendwie so einen Ausgang noch. Also das passt auf alle Fälle. Arbeitsbereich ist leer. Okay, gut. Dann habt ihr das hier sauber abgeerntet. Das ist gut. Wir produzieren zwar, wir haben ja die Schafe, wir haben jetzt Wolle, aber wir kriegen da draus aber auch kein Garn. Also die Familie, die hier arbeitet, hat irgendwie einen Stand, aber will da irgendwie nichts herstellen. Und die Färberei... Da haben wir jetzt 27 mal Färbemittel. Lebensmittellager ist voll. Okay. Haben wir hier, da sind jetzt mal zwei Bier da. Wir haben jetzt hier auch eine Brauerei, habe ich jetzt hier angesetzt. So, dass hier die Taverne jetzt sozusagen jetzt auch immer wieder Bier aus dem Malz hier rauskriegt. Ah, okay. Da sind die voll. Das heißt, wir müssten mal im Brennofen. Achso, ihr produziert mir ja die Ding. Wo ist denn der große Speicher? Sollen wir hier mal noch eine Familie zusätzlich dazu, damit wir hier nicht in die Probleme kommen? Jetzt sind hier 7 Bier drin. Ach du heiliges Kanonenrohr. Jetzt dürft ihr euch aber über die Taverne nicht mehr beschweren. Okay. Hier fehlt jetzt ein Lebensmittelstand. Ein Lebensmittel haben wir ja bis 44 Monate. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Hier Hofstadt 2, hier ist eine Hofstadt 1, die können wir aufrüsten. Hier fehlt jetzt auch so ein bisschen was. Ja. Also da haben wir ja mehr als genug. Wir haben Äpfel im Übermaß, wir haben Brote im Übermaß. Also das passt auf alle Fälle. Dann würde ich dich mal gerne auf Weizen. Und hier ist Gerste. Okay, gut. Hier wird gerade geplottet von einem Unsichtbaren. Okay, gut. Taverne. Nichts eingelagert. 7 Bier waren drin, haben sie alles weggesoffen. Und jetzt beschweren sie sich hier natürlich darüber, dass sie kein Bier kriegen. Die Melzerei... Nichts eingelagert. Okay, jetzt haben wir ja probiert, darüber so ein bisschen das alles so ein bisschen in den Wind zu kriegen. Aber das hat auch nicht ganz so funktioniert. Weizen wird angebaut. Wie sieht es denn allgemein aus? Hier, ihr seid Hofstadt 2. Da fehlt es halt wirklich nur an der Kohle. Also am Geld. Genauso wie hier fehlt es auch. Das heißt, wenn wir jetzt dann Ende des Jahres ordentlich Kohle kriegen, können wir die auf Stufe 3 aufstufen. Nächste wären, dass wir 10 insgesamt auf Stufe 3 haben. Okay. Wir brauchen aber auf alle Fälle Bäckerei. Du machst uns immer noch Brot. Das ist ja krass. Melzerei, dann packen wir hier mal einen Bauern rein. Hier ist ein kleiner Stall. Hier arbeitet auch niemand. Was machen meine Jäger, meine beiden? Nehme ich mal einen raus, hole ich mir mal in den Bauernhof. Dass ihr dann sozusagen anfangen könntet. Färberei, da haben wir auch so viel Material gerade. Ihr mit eurem Garn komme ich noch gar nicht so richtig klar, was ihr da macht. Dann haben wir hier, Brennstoff wird genug, Sägewerk funktioniert, Anbindebalken, da nehme ich mal einen raus und schicke den auch zu den Bauern.
Und die Bauern sind hier jetzt am Aussehen, das ist gut. Okay, gut. Haben wir hier Bier? Zwei Bier, das ist auch gut. Kohlemäßig sieht es gerade ein bisschen schlechter aus. Wir müssen so langsam mal so ein bisschen alles hier so angeschubst kriegen. Der Bäcker, der backt immer noch Brot. Wie viel Brote haben wir denn eigentlich? 127 und Gemüse haben wir tonnenweise. Ja, wir brauchen halt wirklich, wie gesagt, brauchen wir wirklich Kohle. Also vom Essen und das alles her, das läuft auch alles. Wie gesagt, denn hier. Woran hängt's hier gerade? Du wärst ja eigentlich bereit für eine Aufstufung. Und du, dir fehlen jetzt hier wieder Geld. Okay, dass wir hier die nächste Stufe hochkriegen. Winter ist da. Wie weit ist ausgesät? 100%. Wie weit ist hier ausgesät? Gar nichts. Ah, okay. Das heißt, wir kriegen in der nächsten Runde wieder Ding. Hier ist ein Bier drin. Bier ist wieder leer. Der hat hier zweimal Gerste, hat er hier. Hat er? Ja, aber da arbeitet zurzeit keiner. Okay, gut. Die Bauern kann ich hier rausnehmen. Packe ich sie wieder da rein, wo sie hin sollen. Die Sammler habe ich schon draußen. Du kannst hier in Ruhe weiter ackern. Da ist aufgezehrt. Da läuft auch alles. Die Ställe laufen. Der Kohlemeiler produziert uns auch. Holzfällerlager können wir hier mal. Sägegrube können wir auch mal. Brennstoff produzieren wir. Und hier packen wir auch noch mal einen rein. Wir haben zwei übrig. Taverne kann hier auch mal ein bisschen. Und der Bäcker backt auch wieder fleißig. Und du? Haben wir denn Gerste irgendwo? Nee, Gerste haben wir keine gekriegt. Nö, dann läuft das ja soweit. Es wird so langsam. Es wird echt so langsam. Da fehlt es wieder überall an Bier. Dich können wir aufstufen auf Stufe 3. Lebensmittelstand wurde gebaut. Das ist auch gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Brot, Bekleidung. Ja, Bekleidung ist halt. Ja, du machst jetzt Garn. Das ist gut. Wie viel Garn haben wir? Ein Garn. Wo geht das Garn denn hin? Das würde mich mal interessieren. Das Garn müsste ja irgendwo hinlaufen oder hingehen. 6 Mehl haben wir noch. Der Bäcker ist also kräftig am Backen. Also vom Essen her kann ich mich überhaupt nicht. Wir haben zwei Familien, die übrig sind. Okay. Aber wie gesagt, es fehlt halt so ein bisschen an de Kohlen. An de Kohlen fehlt es uns halt gerade. Und wir brauchen halt diese Schachtanlage, dass wir hier das Eisen abbauen können. Wir sind im Januar. Im Januar. Im Januar, da ist es gut. Fleisch haben wir so gut wie keins. 1,1 K Gemüse. 260 Beeren, 93 Brote, 2 Eier, 125 Äpfel. Oh, okay. Also diese Äpfel, das ist eigentlich eine der besten Varianten, die du hier wählen kannst. Aber was er hier macht, das verstehe ich immer noch nicht. Hütet Schafe. Okay. Und da hatten wir ja eigentlich, die sollten sich ja auch irgendwann mal vermehren oder sowas. Aber Viehbestand zeigt da keinen an. Muss ich da dahinter noch irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Und es sind immer noch nicht genügend Stallflächen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwo noch einen Anbindebalken hinbauen. Ich verstehe es nicht mit den Anbindebalken, dass das hier so ein bisschen schief läuft. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch die Anbindebalken. Den habe ich aufgerüstet. Der ist aufgerüstet. Und wenn du auf Viehbestand gehst, sagt er auf einmal, da sind Pferde. 3, 3.
Das ist eine Brauerei. Woran fehlt es dir? An der Taverne, weil in der Taverne wieder kein. Doch, da ist Bier da. Ihr könnt Bier trinken. Da ist es. Das ist alles gut. Dann kommt die Taverne wieder hoch. Dann haben wir hier nichts eingelagert, weil wir noch keine Gerste richtig produzieren können. Ha, 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 ha. Von den Kohlen her passt das auch nicht so ganz. Wenn wir dann in den März rübergehen, können wir unsere Dinge wieder bestücken. Unsere Sammlerhütte für die Beeren. Färberei haben wir jetzt erstmal raus. Was haben wir denn an Färbemitteln? Färbemittel haben wir 58 haben wir. Ah, okay. Und ja, Hausstätten haben wir auch genug. Die lässt sich auf Stufe 2 aufbauen. Was ist mit dir? Du wärst dann auch. Haben wir hier noch irgendwas, was Stufe 2 anzeigt? Ah, du bist Stufe 2. Dich können wir aufstufen. Dich können wir aufstufen. Das wäre dann Stufe 3. Stufe 2, Stufe 1. Woran fehlt's? Lebensmittelstand. Oh, okay. Wir sind im März. Das heißt, hier können wieder zwei sammeln gehen. Wir haben wieder zwei übrig. Ich verstehe nicht, warum du jetzt hier wie so ein Wilder das Feld auf einmal beackerst. Das Feld ist auch nicht bestellt, obwohl es gepflügt worden ist und ist doch besät worden letztes Jahr. Na, dann bleibst du jetzt halt brach. Dann machen wir das halt im Winter. Und du warst auf Gerste und hast das nicht hingekriegt letztes Jahr. So, wie viel Garn haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben zwei Garn. Das heißt ja, wir müssten ja eigentlich mal eine Hofstatt müssten wir. Woran fehlt's dir? Oh, mir fehlt's nur am Geld. Okay. Das heißt ja, wir müssten eine Hofstatt. Du bist Bedürfnisse und du könntest jetzt sozusagen einmal Klamotten herstellen. Weil Stiefel und sowas alles, das haben wir ja auch. Aber das mit den Anbindebalken verstehe ich nicht, weil unser Viehbestand ist eigentlich gar nicht so groß. Aber er beschwert sich jedes Mal darüber, dass er hier zu wenig Ding hat. Ja, es fehlen zugewiesene Familien, das ist mir klar. Aber wir können ja auch. Oh, Handelsposten, das ist gut. Jetzt ist Kohle reingekommen. Hier verkaufen wir Dachziegel auf 218. Oh Gott. Können wir denn Gemüse verkaufen? 72. Handelsroute einrichten. Wir haben hier. Wollen wir exportieren? Und zwar, da gehen wir mal auf 500 runter. Kann ich das hier auch händisch eingeben? Machen wir mal. Nee. Wie viel wollen wir da? Kann man da? Null. Das wollen wir denn, sagen wir mal, 8. Oh, komm. Ah, okay, wenn der Numlock nicht drin ist, 800. Und jetzt können wir da auf alle Fälle verkaufen. Sollen wir hier noch eine zweite Handelsroute mit Äpfeln? Können wir auch machen. Sagen wir auch, machen wir einen Export. Und zwar, da sagen wir, wollen wir immer, dass wir 100 Äpfel haben. Weil da kriegen wir nämlich schon mal drei dafür. Okay, jetzt sollte ja eigentlich so ein bisschen Kohle reinkommen. Haben wir hier Melzerei wird nichts, weil wir gerade keine Gerste bekommen. Hier sind zwei Bier da. Das ist auch gut. Okay. Wir lassen mal rennen. Aber warum das hier mit den Schafen nicht so funktioniert, das verstehe ich auch nicht so ganz. Hat er wieder Geld ausgegeben? Es kommt auch immer wieder ein bisschen Geld rein und es geht auch wieder ein bisschen Geld raus. Was sagt er mir denn hier? Da hat er auf alle Fälle gepflügt, aber er hat nichts. Dann lassen wir dich auch erstmal. Nee, 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 nee. Lassen wir dich brach liegen. Okay. Gut. Das heißt, wir müssen hier im Herbst wieder aufpassen.
Wir müssen da aufpassen. Wir sind bei 60%. Wir sind da bei 60%. Das ist gut. Aber warum vermehren sich denn beim letzten Mal haben sich meine Schafe wirklich vermehrt. Und das war echt. Das hat echt funktioniert und das hat sich echt vermehrt, aber das hat jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert. Ich verstehe nicht warum. Manchmal funktioniert das hier auch mit diesem Andocken von den Straßen nicht so richtig. Ich meine auch manchmal, dass das wirklich an den Dingen liegt. So. Gut, da kommen wir noch nicht ran. Wie sieht's denn aus? Wir gehen auf alle Fälle hoch mit der Ding. Hier der Anbindebalken. Aber das Zeichen ist immer noch errichten weitere Anbindebalken. Wie viel soll ich denn noch bauen? Das verstehe ich nicht. Jetzt haben wir wieder eine Familie dazu gekriegt. Lebensmittelstand ist fertig. Wir haben wieder Geld reingekriegt. Wie sieht es jetzt hier aus? Da fehlt es an Kohle. Ah, weil die jetzt gerade wieder rausgegangen ist. Okay. Schäfchen. Habe ich dich da zu dicht dran gebaut? Das kann natürlich auch sein. Jetzt haben wir wieder Kohle dazu gekriegt. Wieder Kohle weg. Also das läuft auf alle Fälle. Da sind 5 Bier da. Der Melzer hat nichts zu tun. Bauern arbeiten hier gerade auch keine. In der Windmühle ist auch niemand. Und wir sind im Juni. Wie sieht's mit für 40, 20? Das sieht alles gut aus. Das sieht wirklich alles super aus. Aber ich verstehe halt bloß nicht. Haben wir einen Pfarrer? Nö, haben wir keinen. Was bist du? Hofstätte, da kamen jetzt gerade wieder 5 rein. Also Geld kriegen wir so ein bisschen rein, aber auch nicht wirklich. Da kommt immer so ein bisschen splitterweise kommt jetzt Kohle rein. Aber so richtig rupfen tut es noch nicht. Bier, ja. Klamotten, ja. Ist mir schon klar, das probierte ich jetzt alles. Aber hier besteht die Möglichkeit. Auf Dingen habe ich hier irgendwo noch eine Hofstatt. Eins, die sich hier versteckt? Nö. Jetzt haben wir wieder Kohle gekriegt. Können wir dich aufstufen? Hier die Äpfel. Da fehlen Lebensmittel. Gut. Woran fehlt es euch? Lebensmittel und Bekleidung. Hier fehlt Taverne. Hier fehlt's. Da ist auch Stufe 2. Das ist auch Stufe 2. Jetzt haben wir denn schon ein paar Häuschen auf Stufe 2. Woran fehlt's dir? Geld. Okay, gut. Die nächste Mal dann haben wir hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann wäre das sozusagen Nummer 9. Und wir haben. Ja. Aber du fabrizierst mir irgendwie hier keine Lämpchen. Kann ich dich. Ich reiß dich jetzt mal kurz ab. Dann baue ich dich mal irgendwo neu hin. Das ist die einzigste Möglichkeit, gerade sehe. Das war nämlich der Schafhüter. Warst du bei Landwirtschaft? Du warst ein Schafzüchter. Spiel wird gespeichert. Dann setze ich dich mal hier hin. Und wenn ich hier noch so eine Weidefläche dazu packe. Da, da und da. Und dann haben wir da noch eine Weidefläche. Ja, dann kommt mal alle ran. 4 Familien im August. Ah, okay, hier ist wieder alles leergeräumt. Das haben sie relativ schnell hingekriegt. Jägerlager, das läuft auch.
Gut, wo kann ich euch einsetzen? Der Förster, der soll hier auf. Sägewerk läuft. Brennstoffhütte läuft. Das läuft. Dann die Bauern. Taverne habe ich 2 Stück drin. Ist ja mal interessant, dass ich mal wirklich mehr Arbeiter habe, als ich wirklich brauche. Das ist ja wirklich super. Das ist wirklich super. Wir haben 6 Familien, die nichts zu tun haben. Okay. Das ist ja echt. Das ist krass. Das ist echt krass. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich will noch ein paar Hofstätten bauen. Hofstätten. Ich baue wieder meine Superhofstätten. Was ist das denn da? Ah, okay. Warum sehe ich denn hier Punkte? Einmal hier und einmal von da nach. Das passt auch. Ach so, hier hatte ich ja einen rausgenommen. Dann packen wir hier mal 2 rein. Wir müssen ja jetzt dann, hier haben wir gesagt, Weizen. Und dann packen wir hier mal 2 Bauern rein, dass die hier loslegen können. Dann kriegt ihr mal einen Pfarrer zusätzlich. Und was haben wir sonst noch im Petto? Ha. Hier haben wir die Möglichkeit für Stufe 3. Gut, wird abgegradet. Jetzt haben wir auch wieder Kohle dazu gekriegt. Wie sieht es hier aus? Da fehlt es uns an was. Da auch. Haben wir hier sonst noch irgendwo Hofstätte? Die können wir aufstufen. Die können wir aufstufen. Gut, jetzt haben wir wieder Kohle ausgegeben. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir jetzt hier Lämpchen kriegen. Du machst uns den Weizen fertig im September. Das ist gut. Beginnt das eigentlich im September? September pflügen, ernten. Und da haben wir ja gesagt, probieren wir es einfach mal mit der Gerste. Wie viel? Wir haben eine Familie übrig. Wir brauchen eine als Bauarbeiter. Es rennt. Es rennt wirklich. Wir kriegen jetzt auch wieder ein bisschen Geld rein. Es wird jetzt ziemlich dunkel. Und die Familien könnten dann eigentlich plus 60, ja, Geld kommt rein. Geld kommt wirklich rein. Was haben wir? 56 haben wir jetzt Wohnraum. Das ist gut. Okay, gut. Wir machen Pause. Wir haben einen Punkt bekommen. Was haben wir? Bewässerung reduziert Dünger. Bäckerei. Honig. Wir haben gesagt Köhlerei und jetzt haben wir die Möglichkeit hier schließen. Warum komme ich da nicht ran? Kann mir das jemand sagen? Köhlerei haben wir ja schon gemacht. Ah, Schachtmine. Üppiges Vorkommen. Ah, okay. Weil dann müssten wir jetzt ja eigentlich auch mal hier rankommen. Wenn wir jetzt eine Schachtmine haben, wo ist denn diese Schachtmine? Die müsste bei Bergbau sein. Wo ist denn Abbau? Ah, Eisenerz. Okay. Gut. Das heißt, wir müssten jetzt von hier eine Straße nach. Können wir nach hier hin bauen? Eine Straße von hier nach. Wo kommen wir hier hin? Bis zu dem Anbindebalken. Ja, so ein bisschen wirre, kirre in der Gegend rum. Und was brauchen wir noch dafür? Und dafür können wir uns die Arbeiter jetzt heraussuchen. Das ist bestimmt bei Industrie. Hier haben wir einen Rennofen. Sollen wir den hier mit dazu packen? Einen Brennofen. Und das heißt dann, Dorfschmiede macht da Eisenbarren draus. Okay, gut.
Und ich würde hier fast ein kleines Lagerhaus dazustellen, damit die nicht so weit laufen müssen. Und was ich noch baue, ist einen Anbindebalken, weil ich will jetzt mal ehrlich wissen, was da los ist. So, Bäcker haben wir, dann haben wir in der Taverne haben wir zwei, dann nehme ich wieder einen raus. Bei den Bauern, nee, bei den Bauern lasse ich mal drin. Pfarrer brauchen wir keinen und Brennholzeimer, Sägewerk kann ruhig weiterlaufen. Hier haben wir im Forsthaus die zwei lasse ich mal und hier nehme ich auch noch mal einen raus. Dann können wir nämlich diesen Teil einmal bestücken hier. So, dann geben wir mal Gas. Hier rennen lauter Menschen in der Gegend rum. Was macht mein Ochse? Der pflügt hier munter lustig in der Gegend rum. Wie viele Bauern haben wir? Wir haben zwei Bauern. Da kommen die anderen. Das Gerstefeld soll ja eigentlich auch bestückt werden. Was sagt der Melzer? Der macht hier aus Gerste, macht er gerade sein Zeug. Das ist gut. Der Brennofen ist fertig. Da kann einer drin arbeiten. Wir haben vier Personen übrig und es arbeiten eigentlich so gut wie alle. Zeigst du mir jetzt hier mal irgendeinen Viehbestand an? Nee. Also hier läuft auch irgendwas schief. Ich habe doch hier im Viehhandelsposten Handel, habe ich gesagt, ich möchte immer ein Lamm und ein Ding haben. Dann nehme ich das Lamm mal raus. Kein Handel. Und dann sagen wir hier. Ah, nö, das soll er selber machen. Gut. Seht ihr hier aus? Okay. Wie sieht's hier aus? Erweitert Arbeitsbereich. Nee. Wie ging das? Übersteuerung? Genau, so. Dann ackert mal los. Ihr sollt mir hier bitte auch die Gerste ausbringen. So, hat sich hier irgendwas getan? Nee, es hat sich nichts getan. Söldnerkompanie verfügbar. Wir haben ja auch noch gar keine Banditen oder irgend sowas gehabt. Was sagt denn mein Ding? Wir haben für 22 Monate Brennholz und für 36 Monate haben wir. Hier ist ein Lagerposten. Da kann er Sachen einlagern. Dann haben wir hier. Dann können wir hier Eisenerz, können wir einen reinpacken, der uns Eisenerz rausholt. Dorfschmiede kann uns auch schon und Anbindebalken, der kann aufgerüstet werden. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann verschwindet. Ich glaube, das ist wirklich ein Fehler. Und jetzt haben wir zwei übrig. Ihr schützt die Lämmleins, dann geht hier noch einer rein, dann wird da gerade auch was für die Gerste ausgebracht. Das ist gut. Und wie sieht's kohlemäßig aus? Nö, da passiert jetzt eigentlich nichts. Steinmetzlager, Steine werden gemacht, Bauernhäuser. Wo sind wir hier? Hier sind wir bei 100%. Hier sind wir auch bei 100%. Wächst du schon? Ja, du wächst schon. Das heißt, die Bauern können raus. Einen lasse ich immer zur Not drin. In der Taverne ist nichts eingelagert. Hier ist nichts eingelagert. Da ist nichts eingelagert. Gut. Du hast 10 Garn, Brauerei. Und wer war jetzt die Hofstätte, die mir Schneiderei? Oh, da habe ich gar nicht drauf geguckt. Was stellst du her? Leinen, Mäntel. Wir stellen Mäntel her. Okay, gut. Das ist schön. Das ist gut. Das ist wirklich gut. So, hier wird produziert. Wir haben 4 übrig. Holen wir hier mal ordentlich Eisen raus und im Brennofen kann ich hier eigentlich, weil hier ist ja noch so ein Wald, dass wenn wir uns jetzt hier mal so rantasten, dass wir hier aus dem Sammelbereich uns hier noch mal ein Holzfällerlager hinsetzen. Es ist Winter. Wie stehen wir im Winter da? Wir stehen gut da.
Dann können wir einen Pfarrer einstellen, dann wird dir nicht langweilig und kalt. Ein in die Ding und jetzt könnt ihr hier arbeiten. 56 Häuser haben wir. 56 Dinge. Woran fehlt es uns hier? Für Stufe 2 fehlt es uns daran. Okay, uns fehlt es an Geld. Ah, wir haben Kohle gekriegt. Aber dir fehlt es an Lebensmitteln. Gut. Okay, es fehlt an Lebensmitteln. Ja, allgemein beschweren sie sich gerade über Lebensmittel. Fresst ihr gerade so viel? Nö, wir haben für 33 Monate. Hier haben sie auch, was sagen sie hier? Bekleidungsstand? Bekleidungsstand, ja, da rocken sie ja richtig rein. Lebensmittel, Lebensmittel. Wollen wir doch hier mal gucken. Bekleidung, Brennholz. Lebensmittel, Lebensmittel. Also die können sich ja echt nicht beschweren, ne? Hier ist auch richtig was los. Ja, da läuft ja, wie es Katzen machen. Und hier aber mit meinen zwei Schafen, da bin ich auch noch nicht. Ich verstehe es nicht. Warum sind das nur zwei Schafe? Die vermehren sich gar nicht. Haben wir hier schon irgendwas ein? Hier sind Stiefel. Was ist das denn? Lehm wird hier eingelagert. Gerste wird hier eingelagert. Ziegel. Eisenbarren. Was können wir denn aus Eisenbarren machen? Da können wir doch auch so eine Hofstätte hier. Da stellt Kettenrüstungen her. Ah, okay. Dorfschmiede, Personen erweitert. Ah, okay. Aber ich kann hier keine Seitenwaffen. Ach so, das muss ich das irgendwie erforschen. Muss ich das irgendwie erforschen? Also Helme kann ich herstellen, aber Waffen? Bessere Geschäfte? Das? Nee. Aber welcher? Muss ich da noch irgendwas anderes bauen? Jetzt war ich gerade kurz überfragt. So, was haben wir denn hier? Industrie, Färberei, Dorfschmiede. Arbeiter fertigen aus Eisenbarren Werkzeuge her. Okay. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Fleisch, Bergbau, Logistik. Das sind die Karren. Wolle, Windmühle, Brot läuft. Eisenbarren, Werkzeuge, Gerste, Leder, Leinen, Färberei. Aber hier, Herrenhaus, kann ich jetzt hier in der Garnison irgendwas herstellen? Herrenhaus. Planer öffnen. Ah, nö. Aber gute Frage. Und hier bei den Erweiterungen haben wir einmal, hier können wir freischalten, Rüstungsproduktion, Bögen, Schmiede. Ah, Schmiede. Ermöglicht die Produktion von Hämmern, Werkzeugen, Speeren und Seitenwaffen. Ah, okay. Gut. Na dann, außer Hoppla. Gut, dann hätten wir das jetzt auch geschafft. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann sind wir jetzt dann auch im gemütlichen Teil wieder angekommen. Wir werden schauen, dass das alles ein bisschen langsamer dann wieder vonstatten geht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.